Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht, auf jeden Fall, Leute. Ich habe ein bisschen Mist gebaut und zwar habe ich ein bisschen zu viele Sachen bestellt. Ich hoffe, ihr seht mal, wie viel das eigentlich ist. Und deswegen fangen wir jetzt direkt damit an. Und ich möchte so ein bisschen mein Zimmer neu gestalten, deswegen habe ich ein paar Sachen dazu gekauft. Ich bin ganz ehrlich, an die Hälfte der Sachen kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, was ich bestellt habe. Oh mein Gott, warum ist das so schwer? Oh, stimmt, ich habe eine Sporttasche bestellt. Ja, richtig uninteressant. Ich möchte die halt immer zum Gym mitnehmen. Die ist halt groß und da passt viel rein. Okay, let's see. Never mind, das darf ich nicht zeigen. Das sind halt PR-Pakete, also das ist ein Produkt, wozu ich noch Werbung machen werde. Oh, das ist irgendwie schon ein bisschen aufgegangen. Finde ich komisch, aber okay. Wir haben hier einmal... Oh, ja! Ganz viele Organizer. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, seht ihr das? Das sind richtig viele. Was ist da noch drin? Ah, ja! Ich habe noch so neue... wie heißen die? Stabilo? Textmarker, aber in so Pastell gekauft. Und wir werden die dann schön später einsortieren. Deswegen wollte ich die haben. Ich wollte unbedingt mal diesen Spatel-Trend ausprobieren. Ey, wir können das eigentlich auch gleich ausprobieren. Und zwar nimmt man einfach so einen hauchdünnen Spatel, dann zieht man das durch seine Foundation oder BB-Cream und dann kann man das so auf sein Gesicht auftragen. Ich werde das jetzt noch nicht benutzen, weil da sollen ja keine Bakterien drankommen. Und hier, das ist so eine Palette, da kannst du auch deine Foundations drauf mixen. Und... Ja! Okay, Entschuldigung. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Ihr seht bestimmt auf TikTok die ganze Zeit diese Regale, oder? Falls ich ein Video finde oder ein Bild, dann blende ich euch das hier auch ein. Das ist so ein Aufsteller. Ey, wir bauen das direkt auf und ich werde da direkt meine Sachen rein platzieren. Wir bauen das gleich auf. Ich möchte erstmal noch das letzte Paket aufmachen. Was ist das hier? Ah, das ist eine Hose, die ich bestellt habe. Das sind die Schuhe, ja. Oh mein Gott, okay, also. Ich habe mir so Overknees gekauft. Das hat gar nichts mit diesem Video zu tun. Ich will sie euch nur kurz zeigen. Ich hoffe, die passen. Ich glaube... Ich stelle dazu gleich ein Outfit zusammen. Und ich habe hier noch irgendwas bestellt, aber daran kann ich mich irgendwie auch nicht mehr erinnern. Sieht auch irgendwie komisch aus. Okay, let me see. Boah, diese Schere wird gleich kaputt gehen, ich sag's euch. Die musste schon so viel durchmachen. Ah, ich habe so Regalböden gekauft. Ich will sie an mein Bad anbringen, sodass ich da Produkte draufstellen kann. Okay, wir versuchen jetzt direkt das erste hier zusammenzubauen. Hier ist leider keine... Ah, doch, da ist eine Anleitung. Das fühlt sich um ehrlich sein alles so nach schlechter Qualität an. Ah, seht ihr das? Man muss die so ineinander stecken, glaube ich zumindest. Das Ganze zusammenzubauen war tatsächlich gar nicht so schwer, wie ich dachte. Am Anfang hatte ich nur ein bisschen Struggle, weil ich dachte, ich brauche die Bedienungsanleitung halt nicht. Dann habe ich sie mir doch durchgelesen und dann habe ich es auch endlich gecheckt. Da waren auch so kleine Gummis, die man so befestigen musste, damit das Ganze halt nicht wieder rausspringt. Und an sich fand ich zuerst, das Ganze sieht nicht so schön aus, aber wenn man dann die ganzen Produkte reinstellt, ey Leute, es sieht so cool aus, deswegen wartet kurz ab. Leute, mein Organizer ist fertig und ich werde ihn jetzt in diese Ecke da stellen. Oh, schaut mal, so sieht der jetzt aus. Ich finde das so schön. Also die ganzen Produkte stehen schon hier. Und ich werde jetzt anfangen, das Ganze hier einzuräumen. Ich freue mich einfach schon so sehr, ganz viele TikTok-Videos dazu zu drehen, weil es sieht so schön aus, Leute. Jeden Morgen, wenn ich meine Skincare mache, freue ich mich einfach, dieses komische Ding zu drehen. Und so könnt ihr auch nochmal sehen, wie das Ganze aussieht. Boah, das war so eine gute Investition, ja. Dann habe ich ja einmal dieses Stabilo-Set hier gekauft und ich habe hier in dieser Schublade, diese Abteilung und wie man sehen kann, das sieht ein bisschen unordentlich aus, deswegen will ich die hier rausholen und die neuen da rein platzieren. Das letzte hat hier irgendwie keinen Platz drin, Mist. Ich würde das auch gerne dazwischen irgendwo haben. Okay, also hier drin sieht es leider im Moment ziemlich schlimm aus. Und das packen wir alles einmal hier rein. Und ich hatte ja diese Organizer gekauft gehabt. Ich versuche das Ganze hier erstmal drin zu reinigen, weil hier ist so viel Dreck drin, das ist richtig ekelhaft. Und bei diesem Teil klebe ich diese komischen Noppenteile hier hinten, dass sie dann nicht rutschen. Ja, es funktioniert perfekt. Boah, das kann jetzt lang dauern. Diese Sache hat wirklich einfach so lang gedauert und zuerst war ich genervt, aber es geht eigentlich voll, gerade diese ganzen Stickers da abzukleben und ich habe mich dann dazu entschlossen, doch die andere Schublade zu nehmen, also die eins da drüber, weil ich es einfach ästhetischer und schöner fand. Aber wir werden dann auch gleich anfangen, die ganzen Sachen einzuräumen und das hat dann auch viel mehr Spaß gemacht, also es kann ja nicht immer alles lustig sein. So sieht das Ganze aus und das werden wir jetzt befüllen. Ich finde es einfach jedes Mal so satisfying, aus neu diese ganzen Sachen einzusortieren. Also da habe ich zum Beispiel auch diese ganzen Blue-Produkte eingeräumt, die ich bekommen habe. Und ja, also zuerst sah das um mich sehr nicht so schön aus, aber am Ende des Videos habe ich dann nochmal andere Produkte zugeschickt bekommen, beziehungsweise gekauft gehabt. Und die habe ich dann neu eingeräumt und dann sah es schon viel cooler aus. Also ignoriert kurz, wie es jetzt aussieht, weil später wird es cool aussehen, versprochen. Ja, ich war auch die ganze Zeit irgendwie ein bisschen durcheinander. Okay, Leute, ich versuche mir gerade was zu essen zu machen und zwar Tteokbokki. Vielleicht kennt ihr das, das sind so Reiscakes. Ich habe mir im Internet auch schon so ein Rezept rausgesucht und bin das gerade fleißig am Schauen, damit ich mal checke, wie das geht. Und das hier ist mein Setup. Also hier kocht gerade heißes Wasser. Und da mache ich jetzt erstmal dieses Grünzeug rein. Das ist irgendwie nicht genug, wir müssen noch mehr schnippeln. Also einmal nehmen wir so Lauch.
Das schneiden wir einfach klein. Ich habe auch keine Ahnung, wie man überhaupt Lauch schneidet. Und dann nehmen wir noch das hier. Keine Ahnung, wie das heißt, aber es ist lecker. Eventuell sollte man das Ganze auch waschen. Mist, habe ich jetzt gar nicht. Dann waschen wir kurz die hier. Und das schneiden wir jetzt auch. Und geben es dann auch direkt dazu. Was ich aber weiß, ist, dass wir auf jeden Fall Gochujang brauchen. Das ist so eine scharfe Paste. Und von dieser roten Paste kommen eigentlich 3 Esslöffel rein. Aber erstens habe ich nur einen Teelöffel. Und ich glaube, ich mache da auch nicht so viel rein, weil das muss relativ scharf werden. Das Ganze rühre ich jetzt da ein. Und dann noch ein bisschen von diesem roten Pulver hier. Aber lieber nicht zu viel. Hallo, komm doch mal raus. Boah, ich finde, das sieht so lecker aus. Ich freue mich schon richtig. Und dann machen wir da noch Odeng rein. Das sieht so aus. Ein bisschen Sojasauce musst du auch rein. Dann natürlich auch die Reiskeks. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon reinmachen muss. Und als letztes machen wir noch diese Rahmen da rein. Ich finde das jedes Mal so was Neues, satisfying, die reinzulegen. Ich merke gerade, ich hätte das Ganze erstmal umrühren sollen, damit die Nudeln auch aufgehen. Und jetzt nochmal der Deckel zu. Jetzt kann ich auch weiter aufrollen. Ich habe gerade noch das hier bei mir gefunden, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber davon machen wir auch noch ganz viel rein, weil ich liebe das. Ich freue mich schon so sehr darauf, das gleich zu essen. Das sieht so lecker aus. Okay, das ist jetzt eigentlich fertig und wir machen jetzt einen Taste-Test. Okay, also so sieht das Ganze aus. Ich bin ganz ehrlich, schmeckt nicht so, wie es eigentlich schmecken sollte. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber es ist trotzdem sehr lecker. Wundert euch nicht, warum ich wieder komplett anders als am Anfang des Videos aussehe. Ich drehe dieses Video im Essen in mehreren Tagen. Ich sagen wollte, ich werde jetzt duschen, weil meine Haare sehen echt schlimm aus. Also wundert euch nicht, da ist auch Öl drin. Ich habe so ein Overnight-Öl-Zeug reingemacht. Und davor werden wir so zusammen abschminken. First of all müssen wir meine Wimpern abmachen. Ah, ich habe so neue gefunden, die sehen so schön natürlich aus. Seht ihr das? Finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, wenn die nicht so wehtun würden. Mein bester Abschminktipp ist aber immer zuerst einen Ölcleanser zu verwenden. Damit über euer komplettes Gesicht gehen. Ich wasche kurz mein Gesicht. Und danach ist es ganz wichtig, nochmal einen Cleanser zu verwenden, der dann aber wasserbasierend ist und am besten auch so schäumt. Weil das Öl ist ja nicht so gut für eure Haut. Okay, Leute, ich dusche jetzt ganz fix und dann sehen wir uns wieder. Und Leute, ich habe eine neue Kombination für meine Haare ausprobiert und es hat so gut funktioniert. Einmal habe ich von L'Oréal Paris dieses Shampoo hier verwendet. Dann diese Maske von Garnier. Und dann noch L'Oréal Paris feuchtigkeitsversiegelnde Spülung mit Hyaluronsäure. Ihr müsst wissen, ich habe die letzte Woche mich die ganze Zeit mit Haarpflege beschäftigt. Ich habe richtig viele YouTube-Videos geschaut, TikToks, mir Sachen durchgelesen. Und dann bin ich dazu gekommen, dass diese Kombination am besten für meine Haare ist. Und Alter, meine Haare fühlen sich so gut an. Ich werde sie gleich mal föhnen und dann das Ergebnis schauen. Okay, meine Haare habe ich so halb getrocknet, zu denen kann ich leider noch keine Aussage treffen. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Skincare-Routine machen. Das ist der Pink Toner von Glorious Glue. Den mag ich richtig gerne. Den habe ich mir damals eigentlich nur gekauft, weil er so im Hype im TikTok war. Aber der ist wirklich cool. Dann verwende ich immer so ein Face Mist, was die bringen sollen. Das weiß ich immer, ich sehe den auch nicht. Und dann eine Sache, auf die ich schwöre. Salicylsäure. Das ist auch in sehr vielen Produkten drin, wenn ihr in der Drogerie schaut. Nur muss das halt richtig formuliert sein, damit es auch was bringt. Und in den Produkten von der Drogerie ist halt sehr oft noch so ganz viel anderes Zeug drin. Wie zum Beispiel Alkohol oder irgendwelche aggressiven Stoffe, die eigentlich nicht gut für deine Haut sind. Und meistens kann dann diese Salicylsäure auch nicht richtig wirken. Deswegen, das da ist nämlich reine. Also 2%. Aber da könnt ihr euch sicher sein, dass da kein anderer Mist drin ist. Generell, The Ordinary ist eine sehr coole Marke. Kann ich nur empfehlen. Davon verwende ich auch immer Niacinamide und Zink. Das ist auch gut gegen Unreinheiten, weil ich habe zurzeit wieder ein bisschen Probleme, wie man mir vielleicht auch ansieht. Und als Gesichtscreme verwende ich CeraVe. Ich mag das richtig gern. Generell passt auf, was für Produkte ihr für eure Haut benutzt. Geht nicht einfach zur Drogerie und kauft euch irgendein buntes Produkt, wo ihr denkt, boah, da steht drauf, das macht die Pickel weg. Sondern informiert euch. Weil das hat tatsächlich den größten Unterschied bei meiner Haut gemacht. Wir wissen ja eigentlich alle, dass ich ein Konsumopfer bin, deswegen... Es sind neue Sachen angekommen, die müssen wir jetzt auspacken. Ich habe so viele Sachen in rosa bestellt. Einmal solche Mappen, damit man halt seine ganzen Blätter einsortieren kann. Oh mein Gott, ich habe eine Mütze gekauft. Ah, die ist so süß. Oh mein Gott, die ist echt schön. Oh, obwohl. Ja, weiß jetzt nicht, ob ich sie so schön finde. Die ist halt mir ein bisschen zu groß. Aber vielleicht ist das auch absichtlich. Dann habe ich mir so Ohrwärmer gekauft. Oh, okay, das sieht süß aus. Passend dazu, ich will generell diesen Winter ein bisschen mehr weiß tragen. Habe ich mir solche Handschuhe gekauft, die sind auch so flauschig. Und dann, was ist das hier? Hä? Ah, ich glaube, ich habe nochmal Kniestrümpfe bestellt. Ja, weil meine irgendwie mal verloren gehen. Nochmal Handschuhe. Oh, imagine, ich trage das hier und das hier so zusammen. Es sieht so schön aus. Dann habe ich mir so ein neues Teil bestellt, womit man seine Locken machen kann. Weil ich benutze ja mal Bademantel und ich wollte mal schauen, vielleicht funktioniert es damit besser. Was zum Teufel ist das hier? Oh.
Stimmt ja, ich habe mir Extensions geholt, aber in rosa. Ich wusste nicht, dass die so groß sind. Oh mein Gott. Okay, Leute, ihr müsst dann ehrlich sein, ob das bescheuert aussieht oder nicht. Also ich muss erstmal lernen, wie man die eigentlich ranklippt, weil ich habe auch so gar keinen Plan. Als nächstes habe ich Wimpern gekauft. Ich fand die irgendwie richtig schön. Oh, das ist eine Lippenmaske. Lip Sleeping Mask. Dann kannst du das so aufmachen und dann ist da hier die Maske. Boah, die riecht so gut. Und dann habe ich solche, die sind so krank im Trend, Textmarker gekauft. Color Pens. Oh mein Gott, und ich fand diese lilanen Stifte auch so schön. Ich habe noch so Blöcke gekauft, aber die müssen rausgefallen sein. Ich habe ja davor erzählt, dass ich mich mehr mit Haircare auseinandersetzen möchte. Und das ist so ein Ding, womit man seine Kopfhaut massieren kann. Das ist tatsächlich eine Schere. Eine Sprühdose für Wasser. So sieht die aus. Ich finde es so cool, da kann ich dann Wasser reinsprühen. Und dann, wenn ich Frisuren mache oder so, ist es halt praktisch. Und das war es tatsächlich schon mit ganzen Sachen. Und hier muss jetzt aufgeräumt werden, weil das sieht im Moment leider so aus. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie unordentlich das hier gerade ist, aber es wird jetzt aufgeräumt. Als nächstes werde ich das Ganze hier einrollen. Okay, Leute, ich finde, das sieht jetzt halt einfach viel, viel schöner innen drin aus. Vor allem, ich habe jetzt auch viel mehr Textmarker und Stifte und auch Washi-Tapes. Und ich hoffe, ich kann damit dann schöne Sachen machen. Ich würde das Video tatsächlich an dieser Stelle dann noch beenden. Ich würde mich auf jeden Fall super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich mal abonnieren würdet. Generell, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal auf meinem Insta-Account vorbeischauen würdet. Da heiße ich Dani.lieber. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!